mina spår. Så i sängen jag ser, där ligger någon mer än nacken blondin. Trots att jag var ett svin. Det som förvånar mig mest är det hon utan protest följer med hem till mig. Jag menar shit, vilken tjej som ligger vi här. För hon vet vem jag är, och det blir ganska så lätt när man gör på mitt sätt. Han sa hej, du sitter och stirrar. Jag vet du vill ha mig, så ställ dig. Honestly, honestly.
Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen zum Saisonabschluss der Xbox Liga 2 hier aus Abu Dhabi. Wie geht es euch, meine Damen und Herren? Ich hoffe, ihr wollt ganz gut. Bei mir hier im Kreis ist das Wetter bewölkt. Hoffentlich regnet es noch mal ein bisschen. Das könnte bei uns hier der Erde ein bisschen gut tun. Aber ich sehe, das Wetter in Abu Dhabi sieht ganz gut aus. Wir stellen die gewöhnlichen Dinge ein. Gut, fahren alle mit Soft, also brauchen wir das nicht. Zack. Und wir schauen mal, die ersten sind auch schon auf der Strecke. Ich glaube, wir gehen mal zu Zocker. Und ich freue mich. Letzte Rennen für die Saison. Und dann geht's ab in die Sommerpause. In der Sommerpause wird viel vorbereitet für die neue Saison. Technik erweitert, verbessert. Aber das seht ihr ja alles, wenn die neue Saison startet. Vielleicht, wenn der ein oder andere hier von den Fahrern den Stream offen hat, können wir ja kurz den Wetterbericht durchgeben. Das wäre sehr nice. Aber ich gehe ja eigentlich mal davon aus, dass es alles trocken sein wird. Ja, heute mal wieder ziemlich volles Fahrerfeld. Einer fehlt, der leider eben noch die Information weitergegeben hat, dass sein Internet richtig Probleme macht und deswegen nicht mitfahren kann. Bisschen schade, nochmal zum Abschluss, alle Mann wäre cool gewesen. Aber mit 19 Leuten können wir auch gut das Rennen hier in Abu Dhabi zu Ende bringen. Fast Gaming hat eine Quali-Sperre, noch die letzte Quali-Sperre, die er abzusetzen hat. Das macht er natürlich fein säuberlich jetzt hier, deswegen ist er auch schon ausgegraut. Und ansonsten wünsche ich eben allen Fahrern und auch den Zuschauern viel Spaß und genießt auf jeden Fall das letzte Rennen noch ein bisschen. Ich denke mal, das wird noch sehr spannend für den einen oder anderen. Ich kann ja nochmal nebenbei die WM-Tabelle aufrufen. Und wir schauen mal, ich kann euch die gleich mal einblenden. Branko, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen hier. Ich hoffe, du wirst Spaß haben, letztes Saisonrennen. Ich schau mal ganz kurz, zack. So, wir können jetzt gleich mal drauf schauen auf den Abschluss. Ob da gibt es noch etwas Spannendes, das schauen wir selbst drauf. Ja, im Mittelfeld gibt es noch den einen oder anderen, der noch mal ein paar Punkte gut machen kann und zwei, drei Plätze noch aufholen kann. Vorne ist alles ziemlich sicher. Klar, Zocker hat noch die Möglichkeit auf Pito, aber dafür müsste er das Rennen gewinnen. Und Pito dürfte keine Punkte machen. Ansonsten muss er nur schauen, dass er vor Kiliminadi kommt, und, weil der hat 20 Punkte Abstand. Aber ich blende euch das mal kurz ein. Ah, zack, da unten ist es. Hier einmal kurz für euch. Ich hoffe, ihr seht das alle. Rennen wir einmal kurz drüber. Also das ist der letzte Stand vor dem letzten Rennen. Und wir sehen ja nur, wenn wir gucken, Kiliminadi, Zocker 20 Punkte auseinander, Zocker hat 25 Punkte auf Pito. Das heißt, wenn Pito außerhalb der Punkte ist und Zocker das Rennen gewinnt, könnte er sogar noch ein P2 machen. Ansonsten im Mittelfeld gibt es halt noch so den einen oder anderen Feaks, Lasermaus, Konfektor. Die können immer noch hier unten alle auf 6. Sachse, Aiden, sie können alle noch mal ein paar Plätze gut machen zum Ende hin. Also es gibt doch noch im Mittelfeld sehr viele spannende Duelle bestimmt. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Die ersten Zeiten sind nämlich auch schon eingetroffen und Zocker momentan mit einem 1:35.856 sehr gut mit vorne dabei.
Und von Zeiten her ist er auch vor Kriminal. Also da sieht es erstmal nicht so aus in Q1, dass Kriminal ihm die Stirn bieten kann. Aber es sind ja noch 12 Minuten, also alles gut. Ja, Brocheck hat es gerade nochmal nach vorne auf die 6 geschoben mit seiner Zeit. Und 8 hat gerade Sektor 1 zu Ende gebracht, ist jetzt im Sektor 2 hier. Abu Dhabi an sich eine schöne Strecke, finde ich. Auch meistens hier im Dunkeln immer sehr cool fahrbar, sehr gut ausgeleuchtet dann auch. Hier natürlich die sehr lange Gerade. Mit einer DRS-Zone, die dann mit einer Schikane, also mit einer Links-Rechts-Kurve hier vor den Zuschauern auf eine nächste lange Gerade, die dann darauf folgt. Auch wieder mit einem schönen Zuschauerpult hier. Ja, 8 hat sich jetzt hier auf die 10 vorgemacht. Also noch muss er schauen, dass er auf jeden Fall unter die Top 15 kommt. Ansonsten fällt er für Q2 erstmal raus. Und die Top-Leute wie Pito und Gurke, die warten natürlich ziemlich lange. Die brauchen eigentlich nur eine Runde, um vorne mit dabei zu sein. So, wir sehen auch, dass Gurke und Pito jetzt draußen sind. Masi hat anscheinend Probleme gehabt. Der steht auch da in Sektor 1. Schauen wir mal, wer kommt denn vorbei? Das müsste Fix sein. Nee, dann ist es Gurke, der gerade vorbeigekommen ist. Schade. Anscheinend wieder mal Probleme gehabt im ersten Part des Qualifyings. Schade, schade. Somit fällt er auch erstmal raus. Also sind nur noch 2 Plätze übrig, die dann ausfallen. Und momentan halt Pitu und Weepies drauf, beziehungsweise Phantom. Gut, aber die sind ja gerade noch ohne Zeit, die fahren also jetzt noch eine Runde.
So, ich bin wieder da, musste kurz zwischenzeitlich was klären. Also jetzt wieder ein bisschen anwesend. Ja, zwei DNFs, genau. Zocker, gerade wieder ein Unfall passiert. Also anscheinend haben die Leute hier entweder Anfang Sektor 1 oder Ende Sektor 3 ein paar kleine Schwierigkeiten. Das könnte natürlich auch interessant werden fürs Rennen. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier Ende Sektor 2, wenn jetzt gleich, da kommt Dani jetzt gleich hin, nach der zweiten langen Gerade, dass da einmal hier natürlich durch die lange Gerade Überholmanöver kurz vor Ende könnte ein bisschen schwierig werden, aber auch hier nach der langen Geraden kommt ja auch wieder diese kurze Links-Rechts-Passage, wo dann Anbremsverfahren und sowas sehr schwierig sein wird. Wo auch gut Überholmanöver, aber auch sehr viele Unfälle passieren könnten. Hier auch, wenn man zu viel über den Curb nimmt und zu früh Gas gibt. Also hier hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass hier vielleicht mehrere Leute Probleme haben. Hier auch diese Rechtskurven hier. Zack. Und hier Vollgas durch. Und hier das Anbremsen ist schwierig. Aber hier so gegen Ende haben die meisten Leute eher die Probleme. Ja, Gurgel momentan nicht unter den Top 15. Sehr ungewöhnlich. Aber er hat ja noch immerhin 3 Minuten, also er noch auch noch auf der Strecke. Ja, ansonsten, wenn wir so auf die Zeit gucken, Zocker ist immer noch vorne, hat immer noch die Bestzeit in Q1 abgelegt. Dani konnte sich jetzt gut nach vorne machen, auch einer, der so teilweise immer gute Passagen hat. Und Gurke wird wahrscheinlich jetzt seine Zeit nochmal toppen können. So, wie wir sehen, hat Gurke mal gleich wieder gezeigt hier. Ich bin immer noch der WM-Leader und habe auch die WM gewonnen und ich kann euch auch noch zeigen, ich brauche eine Runde, um euch die Bestzeit dahin zu legen. Er also Zockers Zeit geknackt, aber halt jetzt nicht mit einer Sekunde oder so, sondern trotzdem eine gute halbe Sekunde hat er gemacht. Sehr stark von ihm. Somit muss Fitzenfan wieder bangen um seinen Q2-Platz. Deswegen er draußen und noch sehr schnell unterwegs. Dani ebenfalls auf der Strecke und Score versucht auch nochmal einen Outlap, weil er ist auch noch ein Wackelkandidat. 8 sollte vielleicht auch nochmal überlegen rauszufahren. Ansonsten wird es knapp, weil 1:56 sind noch auf der Uhr. Wir sehen 1:36 brauchen die Herren, um da die Runde zu absolvieren. Also von daher sollten die Herrschaften sich überlegen, aber Aid, das wird nichts mehr, der kann auf jeden Fall nicht mehr rausfahren, das wird auf jeden Fall eng, wenn der jetzt noch einer, beziehungsweise ein 14-Fender die Zeit noch knacken kann. Lasst mich auch übrigens wissen, was Ton und Videoqualität zu tun hat. Ich kontrolliere das zwar ab und zu mal zwischendurch, aber das müsste eigentlich soweit passen, aber wenn es für euch nicht passt, dann sagt bitte kurz Bescheid. Und 14-Fan sehen wir hier, bricht seine Runde ab, weil er eben kurz diesen Fehler hatte. Und damit wird er keine weitere Runde mehr absolvieren können und müsste dann auch ausfallen und das Rennen von hinten bestreiten. Also hier im letzten Rennen noch einiges passiert. Also was im Qualifying vom letzten Rennen und auch nur im Q1, also schon ein bisschen was. Ein paar Unachtsamkeiten, sagen wir es mal so, von den Herrschaften dabei gewesen. Auch wenn man hier jetzt gerade, wo Score war, wenn man da zu früh aufs Gas tritt und das Heck nicht einfangen kann, dann sind die Mauern da, die Wände sehr, sehr lang. Also daher wird es knapp. So, Wolf Kuber noch auf der Strecke, er möchte nochmal anscheinend eine Runde setzen.
oder nochmal sich ein bisschen warm fahren für Q2. Vielen Dank, Marci, für die Information. Ansonsten sind alle da geblieben. Somit Wolf Cooper eine Ehrenrunde. Und es gibt sogar jemanden im Chat, der Cooper anfeuert, obwohl kein anderer auf der Strecke ist. Aber wir können ja mal schauen, was so die Zeit gibt. Ob er seine Zeit von 1:36.468 noch verbessern kann oder ob er in die Box fährt. Ich gehe mal eher davon aus, dass er in die Box fährt. Aber nee. Er fährt die zu Ende. Jawohl, er hat seine Zeit nochmal verbessert. Eine 1:36.0 oder 1 müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall wird es knapp da. Er 11. in Q1 gewesen. Vielleicht schafft er sogar den Sprung ins dritte Qualifying. Ja, Gurke mit Q1 Bestzeit. Und dann müssen wir uns verabschieden von McFly, 14Fan, Sexy Sachse, Seth Gaming und Marci. Seth Gaming ja die Quali-Sperre, Marci leider keine Zeit hinbekommen, weil er anscheinend ja von einem Curb rausgehauen worden ist in seiner ersten Runde. Also von daher schade, dass er keine Zeit setzen konnte. Und McFly ist nicht viel, was ich empfehle auf Platz 14. Aber es hat ihm doch nicht ganz gereicht. Somit gehen wir dann noch direkt zu Q2, meine Damen und Herren. Und wir schalten uns noch mal kurz die Rundendaten oben ein, um einfach mal ein bisschen zu vergleichen. Auch für euch. Und wir schauen gleich mal zwischenzeitlich auf die Reifenstrategie. Momentan sind noch keine auf der Strecke, aber die erste fahren jetzt gleich raus. Mit Medium vielleicht der ein oder andere. Ich sehe da einen Ferrari, der Mediums drauf hat. Das müsste Reapers gewesen sein. Liebherr hat Medium drauf, also so 2-3 fahren schon mal raus mit Mediums. Die anderen bleiben erstmal drin und warten ab, wer weiß. Ja, zwischenzeitlich schauen wir nochmal drauf, was die Herrschaften gleich noch auswählen. Das soll ja auch ein bisschen spannend werden. Und wir springen. Komm, wir gehen zu Repass. Information für euch: Es kann sein, dass der Ton immer noch ein bisschen vorhängt. Oder jetzt vielleicht sogar einen kleinen Tick nachhängt. Für das Problem, da kümmere ich mich in der Sommerpause drum. Ich habe eine Lösung schon gefunden. Aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit, die ich jetzt in der Saison jetzt nicht mehr hatte. Deswegen habt ihr ein bisschen Nachsehen. Aber für die nächste Saison wird auf jeden Fall alles on point sein. Ja, Reapers wird auf jeden Fall hier die in Q2 die erste gezeitete Runde fahren und somit eine Marke setzen. Wir können ja auch schon mal schauen zwischenzeitlich, wer so alles, also
im Hintergrund läuft die Anmeldung für die nächste Saison. Falls auch ein neuer Zuschauer hier ist und der sich denkt, jo, es macht sehr Spaß, also sieht nach sehr viel Spaß hier aus in der Liga. Ich hätte vielleicht Lust. Und von den Zeiten her, die fahren, die Herrschaften, und mit denen, die ich so fahre, sieht es ganz gut aus. Und ihr habt Lust mitzumachen, könnt ihr gerne unter dem, also hier im Kanal unten drunter, in der Informationsebene, könnt ihr euch auf der Homepage dann bewerben. Und mit viel Glück und ein bisschen Talent könnt ihr natürlich hier dann wahrscheinlich mitmachen. Im Hintergrund sehen wir, dass Zocker seine Reifen warm fährt. Er fährt auf jeden Fall mit Soft, so wie es aussieht. Während Reapers, der vor ihm unterwegs ist mit den Mediums, eine gezeitete Runde fährt. Hier zu viel gecuttet waren mit beiden Reifen über der weißen Linie und damit natürlich die Runde ungültig. Jawohl, Zocker lässt die Herrschaften vor, das müsste Konfektor gewesen sein, der gerade an mir vorbei ist. Sein Teamkollege Wolf Gruber ist auch schon auf dem Weg. Konfektor auch ebenfalls mit den Soften unterwegs. Zack, jawohl, und er setzt natürlich erstmal die Bestmarke von 1,35,957 und sein Teamkollege ist mit 1,36,5,28 Zweiter. Und wir schauen kurz drin, es sind immer noch drei nur auf Mediums unterwegs, der Rest noch die Soften auf den Autos. Also Reapers noch, Feeks noch und Project, aber vielleicht, ich gehe mal von aus, wenn die unter der Linie sind, die drei, dass die dann doch nochmal mit eine Runde mit Soft machen werden. So, wir schauen mal bei Score rein, der gerade über die Linie fährt. Nur 4 Vierter aktuell. 10 Minuten noch auf der Uhr, also noch genügend Zeit. Vielleicht macht er auch direkt schon eine zweite Zeit in der Runde dahinterher. Gerade sehen wir auf der Karte sehr viel Verkehr Ende Sektor 2. So, Zocker auch auf der schnellen Runde. Eine gelbe Phase, gut, da lässt jemand dann vorbei. Ja, mal kurz durchdrehen, Reifen, wie man gehört hat. Also nicht die hundertprozentige Traktion gehabt, das heißt die Reifen anscheinend hinten noch nicht richtig auf Temperatur gewesen. Oder zu viel Gas gegeben. Das sind jetzt Spekulationen gewesen. Da hat man schon wieder gehört, da durch den Curb hat der eine Reifen natürlich keine hundertprozentige Kontrolle. Aber eine 1,35,23 ist trotzdem noch bei rausgekommen und somit aktuell die schnellste Qualifying Q2-Runde. Sehr stark von ihm. Der LCM-Teamkollege ja schon draußen durch die Quali-Sperre. Jetzt liegt es an ihm, den BWT nach vorne zu bringen. Ja, und er setzt sich auch erstmal da vorne mit rein. Das heißt, 3 sieht ziemlich sicher aus für die ersten paar Sekunden auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das wird nicht so bleiben. Wird sich da noch einiges durchmischen hier. So, wir schauen mal, was die beiden Alpha-Fahrer machen. Liebe Herr, aktuell auf der Strecke schon mit der gezeiteten Runde angefangen. Wir sind jetzt gerade Anfang Sektor 2.
Dein Teamkollege Pito noch in der Box. Er muss ja jetzt nur noch Punkte bekommen und hoffen, dass Zocker nicht Paul holt. Ansonsten gibt es nochmal die Gefahr, dass er da vom Platz 2 geschmissen wird. Aber das ist in einem sehr niedrigen Prozentbereich, dass das eventuell passieren könnte, weil Pito ja ein sehr guter Fahrer auch ist und sehr konstanter Fahrer teilweise. Wir können mal gucken, was da intern vielleicht noch ein kleiner Kampf dazwischen ist, zwischen den zwei. Aber ich sehe noch hier, haben wir gerade gesehen, die Curbs, die sind am Ende, haben die so eine Kuhle, wegen Wasser oder so, je nachdem. Das ist auch sehr zückig. Weil da fehlt man natürlich die Traktion. Oh, hier hat liebe Herr da mal kurz das Schild mitgenommen, weil er zu weit rausgefahren ist. Aber hat seine Zeit ja absolviert. 1,35, 9, 6, 7 und somit 3. P3, Q2, sehr gut. Gurke auch auf der Strecke. Pito noch in der Box. Also, liebe Herr, Stiebeleg doch in der Box. Jetzt heißt es aber erstmal für Reapers, da eine gute Zeit hinzulegen. 1,35 oben auf der Uhr, wird eine 1,37, nur 9, also noch gerade so auf dem Qualifikationsplatz. Das heißt, da muss er sich nochmal einen Tick verbessern. Wir schauen nochmal. Ah, immer noch mit den Mediums. Phantom auch noch auf den Mediums und Fix immer noch. Also Fix noch auf 7 mit den Mediums, musst du aufpassen, eine gute 1,36er Zeit gefahren. Könnte vielleicht so, ja, könnte vielleicht so ausreichen, die 1,36, 6,84, aber wir haben ja noch 4 Fahrer ohne Zeiten. Schau mal, Phantom ist derjenige, der als nächstes da die Zeit setzen wird. Wir sehen hier, das gibt nichts. Viel Zeit gekostet, zu viel Gas gegeben. Das Auto aber gut unter Kontrolle gehabt, also da keinen großen Ausreißer gehabt. Aber das wird natürlich keine gute Zeit hier. Sollte da vielleicht überlegen, jetzt das ES zu sparen, die Reifen nochmal aufzuwärmen in den letzten paar Metern und dann nochmal direkt eine gute Zeit hinterher zu setzen. Voraussetzt natürlich, dass er genug Druck mitgenommen hat. Hier dann die Sektor 1. Das genau hier ist auch kritisch. Zack. Ja, zu viel auf dem Körb gewesen. Zu früh wieder zu viel Gas gegeben. Auto verloren. Vorne in die Wand reingegangen. Weil wenn man hier das Auto verliert, hat man ja gerade gesehen, ist es sehr schwierig, das Auto wieder einzufangen. Also das ist sehr schwierig, da wirklich das Auto dann wieder richtig zu bekommen. Da hilft auch das Bremsen nichts und das Gegenblenden. Da muss man schon mit sehr viel Gefühl arbeiten. Ja. Dani somit dann draußen, schade natürlich. Aber jeder kleinste Fehler wird bestraft hier. So, der Weltmeister mit einer 1,35, 1,98. Sehr gut. Erst einmal wieder safe in Q3 damit dabei. Und jetzt schauen wir mal Pito, noch derjenige ohne Zeit. Vielleicht schlägt er die Zeit seines Teamkollegen. Zu einer 1,35, 9,67. Sollte er schlagen. Wir können ja gleich mal Ende Sektor 2 schauen, wieso die Richtung sein kann. Hat jetzt hier sogar von seinem Teamkollegen Windschatten bekommen. Das ist natürlich Teamarbeit hier. Damit könnte er natürlich auch schon die Top-Zeit angreifen durch den Windschatten.
Ja, 1,31 oben auf die Uhr. Das wird auf jeden Fall 1,35er. Wir hätten eine 1 tiefe 1,36er Zeit. Ja, 1,36, 1,46. Also Windschatten doch nicht ausreichend gewesen. Zu viele Kleinigkeiten da, manchmal kleine Fehler gehabt oder so. Oder ein bisschen Verbremse oder so, wer weiß. Auf jeden Fall konnte auch trotz Hilfe seines Teamkollegen die Zeit von seinem Teamkameraden nicht schlagen. Ja, es ist auch keine zweite Zeit hinterher, also von daher. Ja, somit Wolf Kuber da auf einem gefährlichen Platz 9, kurz vor der 10. Also na, er muss da nochmal ein bisschen eine kleine Schippe drauflegen, damit er auch mal hier in Q3 kommt. Gerade nur 49, was waren es, Hundertstel, glaube ich, langsamer als seine aktuelle Bestzeit. Also muss im Sektor 2 da ein bisschen Zeit aufholen oder alles in Sektor 3 raushauen. Jawohl, und wir sehen links an der Seite, dass Fieks mal gerade in dem Haas eine 1,34,9 gefahren ist. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Nicht erwartet, dass das so gut geht hier. Aber wir bleiben erstmal bei Cooper, ob er sich da vom 10. runterschlängeln kann oder ob er nochmal eine Runde weiterfahren sollte und noch eine Zeit hinterher setzen muss. Wir gehen nochmal kurz auf die Reifen. Ja, alle auf Soft natürlich vorne drin. Phantom mit den Mediums. So, Cooper seine Zeit hat nicht ausgereicht. Heißt jetzt nochmal eine Zeit hinterher setzen, lieber. Konzentration und hau nochmal was raus. Procheck auch nochmal auf frischen Soft, so wie genau wie Reapers, der gerade über die Linie kommt. Sich auf 6 setzt und somit qualifiziert. Ja, Phantom fährt nicht mehr raus. Das wird auch nicht mehr reichen. Das heißt, er mit den Mediums. Wahrscheinlich will er auch damit starten. Vielleicht hat er einfach nur einen Versuch gemacht. Schauen wir mal, was Project uns hier so zeigt. Ob er, ja, eine 1,34, 1,35. 9 ist es geworden, also eine ganze Sekunde schneller als seine zuvorige Zeit. Sehr, sehr stark. Somit muss jetzt 8 auch noch eine gute Zeit hinlegen. Und Pito, Wackelkandidat. Ah, gut. Sektor 2, 5 Sekunden, da war anscheinend ein Fehler drin. Schauen wir mal kurz rein. Ja, gut, hat er nicht viel ERS benutzt. Das diese also Wolf Kuber leider nicht qualifiziert. Hat es aber versucht. Naja, gut. Schade, schade, schade. Viel. Aber P12 doch ganz gutes Ergebnis. Jetzt wird es natürlich spannend, was Aid noch macht. Wir gucken oben auf die Uhr. 1, 17, 18, 19, 20, 10 Sekunden hat er jetzt noch grob. 15 Sekunden. Für die letzten paar Meter. Zack, und er setzt sich auf die 5 und schiebt somit Pito unter die Linie. Sehr gut gemacht von Aid. Klasse gemacht. Also doch noch qualifiziert in letzter Sekunde. Ja, und Fieks stark. Q2 Bestzeit. Ah, okay, Pito. DS ist nach Sektor 2 offen geblieben. Okay. Also damit hat es natürlich einige Probleme gehabt in den Kurven. Somit ist natürlich das Auto, wenn DRS offen bleibt, also wenn der Flügel hinten offen bleibt, ist das natürlich in den Kurven sehr schwierig, das Auto unter Kontrolle zu halten. Das ist natürlich ärgerlich, weil kein Anpressdruck da ist. Ja, somit müssen wir uns von Pito leider für Q3 verabschieden. Cooper, Phantom und Dani auch nicht qualifiziert. Ja. Ja, Pito, vielleicht musste deine Mechaniker einfach ein bisschen
motivieren, dass sie das reparieren oder dass dieser Fehler nicht mehr auftritt. Naja, wir schauen mal, was nächste Saison so passiert. So, und jetzt geht es natürlich hier um die Wurst. Also nicht um die Wurst, sondern um die Pole. Wer steht hier zum Saisonabschluss, zum letzten Rennen? Wer startet da von der Pole? Wer holt sich nochmal die erste Position und darf das Rennen anführen? Also wir sehen Gurke, Zocker und Fieks. Die jeweils diejenigen, die sehr gute Zeiten gefahren sind und die es natürlich auch werten können. Ja, Haas ist auf jeden Fall noch voll mit dabei, das ganze Team ist da, Mercedes hat auch noch das ganze Team bei sich. Ansonsten ist es nur noch ein jeweils einzelner Fahrer, der jetzt hier für sein Team fährt. Wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, es wird wirklich zwischen Gurke, Zocker, Fieks ausgehen. Vielleicht könnte da der Konfektor noch mal eine kleine Kleinigkeit mitsprechen. Aber ansonsten wird es schwierig da vorne. Ja, Gandalf, vielen Dank für den Follow. Und Sirent 300, auch vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier zu dem Saisonabschluss der UFL. Vielleicht gibt es ja auch hier ein bisschen Schützenhilfe von Kilminadi, der dann einen anderen Windschatten für die Gurke da mitgibt. Aber er schafft es auch garantiert ein bisschen alleine. So, aber Konfektor ist auf jeden Fall derjenige, der gleich hier eine Marke setzen wird. Muss nur aufpassen, dass er nicht hier gleich noch irgendwie eine ungültige Runde hinlegt. Das wäre natürlich sehr schade. Sieht auch nach einer sehr sauberen Linie aus. Ja, 1:35.42 aktuell. Die Zeit ist erst einmal die Mark. Wir werden mal gucken, wenn wir sehen, einen Ferrari da hinten.
Das müsste Yuka sein, jawohl. Der einzige, der Ferrari noch auf der Strecke ist heute. Dicht verfolgt von einem Mercedes. Auch hier ungültig, schade. Das heißt, dann wird Kriminal derjenige sein, der gleich versucht, die Zeit da zu attackieren. Denn 8 hat es ja leider nicht gerade geschafft. Ach ja, wir haben ja alle noch lange Zeit, aber Kriminal hat den Bericht seine Runde ab. Ich denke mal, Reifen brauche ich nicht einblenden, da alle auf Soft fahren werden. Das wird so kein Problem sein. So, wir schauen mal. Zocker. Hier ein Kandidat, der da eine gute Zeit von erlegen kann. Aber auch er bricht seine Runde. Okay. Also in Q3 die ersten Zeiten dann doch noch keine guten Runden gewesen. Aber Gurke setzt da nochmal einen drauf, 1:35, 1:39. Ja, die Zeit, die ist schon ganz gut, aber die ist auch schlagbar. Die könnte von Fieks geschlagen werden, aber ich glaube auch von Zocker könnte die auf jeden Fall ausgeschlagen werden. Denn hier und da gibt es vielleicht den ein oder anderen Kleinigkeit, die der Gurke da ein bisschen Zeit gekauft haben. Ja, Zocker anscheinend eine Sturmflügel verloren gehabt. Okay, deswegen ist er natürlich in die Box. Ja, war er wahrscheinlich einfach zu schnell für den Frontflügel. Der hat dann gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Oh, kurz stehende Reifen gehabt. Jawohl, 1:34, 7:80, sehr stark von Fieks. Sehr, sehr gute Runde. Das ist natürlich jetzt eine gute Zeit hier für die Liga. Auch ein Statement da vorne. Lieber, das ist abgebaut wegen, ja. Das ist die Sonderfunktion von dem, weißt du? Die klappt der, dann klappt die so weg zur Seite oder verschwindet nach unten, damit er da schneller ist. Und wenn er bremst, dann kommt die wieder ausgeklappt. Das ist so eine zweite DRS-Aktion. Wir haben anscheinend kurz durchgeatmet und jetzt geht's los. 1:34, 7:80 gilt es zu schlagen, lieber Zocker. Wir beobachten das jetzt hier ganz genau. Ja, die Kurve war schon nicht ganz so gut, nicht ganz so gut genommen. Ja, hier sieht man gerade, zuckt so ein bisschen rum. Hoffentlich hält die Lobby jetzt hier.
Ja, ich glaube, das wird nichts, denn hier, also ein paar kleine Fehler waren auf jeden Fall drin. Ne? Aber es wird auf jeden Fall für die Top 3 reichen, gehe ich von aus. Tick zu früh auf dem Gas gewesen, da waren auf dem Curb, Auto verloren, aber gut abgefangen, also Glück gehabt, dass er dann nicht in die Mauer gerecht ist. Ja, direkt ein neuer Versuch hinterher. Ja, so können wir also noch da bleiben beim Zocker. Aber jetzt zählt's auch für ihn. Weil nochmal in die Box gehen, wird nicht mehr reichen, von der Zeit her. Das heißt, ich hoffe, er hat genug Benzin mitgenommen, um vielleicht noch eine dritte Runde hinten dran zu legen. Wir sehen auch Fix wieder auf der Outlap. Er glaubt, dass seine Zeit nicht ausreichend ist oder möchte nochmal sagen, jo, ich kann doch noch schneller. Hat diesmal den Fehler nicht gemacht von Zocker. Ja, nur P3. Also hat nicht ganz ausgereicht. Ja, und schauen wir mal, was der letzte verbliebene Alfa Romeo hier an Zeit setzen wird. Ist jetzt auch gleich Ende Sektor 3. Sehr gut. Sehr gutes Ergebnis für Alpha hier gerade. So, jetzt flattern hier natürlich gleich die Jungs rein. Schauen wir mal, wenn man Konfektor ist, derjenige, der als nächstes hier über die Linie kommen wird. Score und Project sind auf jeden Fall zufrieden am Schreibt mit ihrer Platzierung. Wir werden schon in der, also nicht aus der Box mal rausgefahren. Jawohl, Konfektor schiebt Gurke da nochmal einen Platz nach hinten. Aber er ist ja noch auf einer Runde draußen. Das heißt, für ihn zählt es nochmal. Ja, und Fix hat Angst, dass Gurke die Zeit wirklich noch unterbieten kann. Er noch auf der Strecke. Oh, hier einen kurzen Quersteher. Also nicht viel, aber ein kleiner Drift drin gewesen. Ich denke mal, das wird ihm seine schnelle Zeit von 1:34.780 nicht unterbieten kann, da durch den leichten Quersteher. Nein. Aber ja, schon ein bisschen, aber nicht wirklich viel. 1:34.456. Ja, Gurke. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nur eine 1:34.552. Also nur von der P2 der Weltmeister hier. Ja gut, Kimi ja die richtige Runde ab. Ja, somit dann Fix. Sehr stark. Er wird das letzte Rennen hier für die Liga 2. Noch einmal anführen. Er startet von der Pole zum Saisonende. Sehr gut gemacht. 1:34.469. Sehr, sehr starke Zeit hier in Abu Dhabi für unsere Liga.
Ja, Fiex führt das Feldchen Abu Dhabi an, wie ich eben schon erwähnt habe, vor Gurke und Konfektor. Heißt Haas vor Mercedes, dann Red Bull. Zöcker hat es leider nicht mehr geschafft, da vorne in die Top 3 zu kommen. Vierter, dann 8 von der 5, Kiminadi 6. Jawohl, Alfa Romeo hat die 7 geholt, vor Ferrari auf jeden Fall. Der zweite Haas-Pilot ist 6. geworden und Brocek startet dann von der 10 und führt somit den zweiten Part an. Ja, jetzt ist eine kurze Pause. Rennstart ist um 19.15 Uhr. Das heißt, die schönen Fahrer können jetzt noch kurz eine Pause machen. Ich blende euch hier die Information ein. Also eine kurze Pause, die Herrschaften. Und wir sehen uns gleich wieder.
So, die Herrschaften, 20 Sekunden, dann startet die Session, dann startet die Aufwärmphase, beziehungsweise die erste Runde zum Aufwärmen der Reifen und damit auch die letzte Einführungsrunde der Saison. Ich bin gehypt für das letzte Rennen hier in Abu Dhabi von der UFL. Wir schauen kurz auf die Reifen. Also die ersten 11 Personen, Rennfahrer, starten mit Soft. Kuba und Phantom haben sich entschieden, okay, wir starten mit Mediums und machen erst den langen Stint. Ebenfalls mit Mediums auf der Strecke ist der liebe Pfützenfan. Ansonsten fahren alle anderen mit den soften Reifen los. Jo, hier Fieks fährt schon ziemlich weit vor. Braucht anscheinend seine Reifen nicht ganz so warm zu machen wie die anderen. Ja, ich bin gespannt, was vorne passiert. Die Startphase, die kurze, gerade nach dem Start oder hinten, gab es natürlich von Zucker schon gleich irgendwelche Probleme. Aufpassen mal lieber, nicht gleich das ganze Auto kaputt fahren. Die gerade nach dem Ziel, also nach der Startphase, ist sehr kurz, bevor die erste Kurve kommt. Und dann wird es spannend, denn dann kommt diese links mit der langgezogenen Rechtskurve. Wo, wenn du dann, wie wir eben schon gesehen haben, beim Danny, das zu viel Körb, zu früh Gas, zack, Heck weg und schon haben wir das Problem. Und dann wird vielleicht der ein oder andere mit weggeräumt. Also das wird eine kritische Phase. Da könnten vielleicht die ersten Unfälle passieren. Wäre natürlich schade, wir möchten gerne, dass wirklich im letzten Rennen da so viele Leute wie möglich durchkommen, ein faires und spannendes Rennen absolviert wird. Aber man weiß ja nie. Nervosität, Bremspunkt verpasst, zu aggressiv, wer weiß, was die Strategien für solche Rennen von den jeweiligen Fahrern sind. Auf jeden Fall wird es jetzt spannend, meine Damen und Herren. So, und letztes Mal heißt es, alle Ampeln auf Rot. Frühstart gab es anscheinend da wegen Fehlstart von Dani. Und jetzt ist das Rennen, das letzte Rennen eröffnet. Gurke hat sich schon gleich Fieks geholt. Sehr guter Start von UFL Gurke. Zocker muss sich jetzt gegen Konfektor gleich behaupten. Er hat auch einen Platz schon direkt gut gemacht. Sehr stark hier vorne davon gefahren. Hinten auch noch alles sauber. Phantom hat auf jeden Fall einige Plätze gut gemacht. Oh, da gab es fast eine kleine Berührung. Da ist nämlich Reapers da ziemlich weit reingeraten. Sehr, sehr stark. Danny auch drei Plätze schon gut gemacht. Fast Gaming von 19 auf die 13 vorgefahren. Sehr, sehr stark von ihm hier. Marzi auch einen Platz gegen Sexy Sachse. Ansonsten sieht es sehr sauber aus von den Herrschaften. Also noch wenig kein Unfall, das ist schon mal gut. Vielleicht gab es die andere Berührung, man weiß es ja nicht, aber es sieht erstmal sehr gut aus. Jetzt muss natürlich Gurke sich da vorne schon direkt gegen Fieks verteidigen, der hier auf der Strecke sehr, sehr schnell unterwegs ist. Und Konfektor muss aufpassen, dass er nicht gleich da eine Lücke bildet. Also wir wiederholen nochmal kurz, sehr, sehr guter Start von Gurke. So, wir sehen hinten, gibt es viel Überholmanöver. Wir bleiben mal kurz hier hinten im hinteren Feld, sehr stark.
Dani hat sich da wieder einen Platz gut gemacht am McFly vorbei. Aber die ersten Fahrer gehen hier auch schon in die Boxengasse. Also gab es doch schon den einen oder anderen Berührungspunkt. Wir wechseln mal kurz auf die Reifen. So, somit wird Wolf Kuba vorgespült auf die 11. Und Sächsische Sachse muss versuchen, wieder an Marti vorbeizukommen. Er hat ja seinen Platz an ihn verloren. Und Z Gaming nur noch 14. Oder, das heißt, nur noch ist er wieder 14, aber er war schon mal vor den beiden. So, wir schauen mal. Die Herrschaften, die in der Box waren, haben sich wieder Softs geholt, außer Phantom, der ist auf den Mediums draußen geblieben. Und Gurke kann sich aber erstmal einen kleinen Tick von Fix absetzen. Fix ist zwar noch im DRS-Fenster, hat aber kein DRS offen, das heißt, vor der Zeitmessung war er nicht drin. Sehr gut gemacht von Gurke da, ihn aus dem DRS-Fenster fernzuhalten. So, hier die zwei Renaults gegeneinander. Brocek hat sich da auch gerade 14 Fan geholt. Seinen Teamkollegen. Der bekommt es dann vielleicht noch mit Kuba zu tun. Der muss sich aber erstmal mit den Mediums an 14 Fan herantasten. Er kommt jetzt hier auch ein bisschen weit raus. Aber noch alles im grünen Bereich da. Also. Die ersten drei Runden sind absolviert, sehr, sehr stark. Also DS ist jetzt auch aktiviert, deswegen gab es auch eben kein DS bei Fix. Sehr gut, gab ein paar Berührungen anscheinend, ein paar kleine Schäden, aber nichts Großes passiert. Jetzt sehen wir da McFly, der da Probleme hat und sich ein Dreher geleistet hat. Aber vom Flügel dran, also alles gut. Ja, fair, anscheinend alles vollstatten gegangen. Sehr, sehr gut für das letzte Rennen, das freut mich natürlich. Und jetzt heißt es natürlich erst einmal, die 28 Runden zu Ende bringen. So, Masi in der Box, kriegt einen neuen Frontflügel und nochmal frische Mediums aufgespannt. Pfützenfan ist auch in der Box, der kommt mit Harten raus. Okay, möchte vielleicht damit schon das Rennen zu Ende fahren. Ja, und somit ist Seth Gaming schon wieder auf P11. Der muss sich jetzt gegen Sächsische Sachse verteidigen. Und gleichzeitig versuchen natürlich auch Cooper aufzuschließen. Ja, auch beim letzten Mal schon eine sehr gute Leistung gefahren. Hat er ja auch eine Quali-Sperre gehabt. Und dann bis vor auch 4 gefahren. Also das ist sehr stark von ihm. Also er hat schon mal bewiesen, dass er es kann, bis nach vorne zu fahren. Bis unter die Top 5. Vielleicht schafft er es jetzt hier in Abu Dhabi zum Abschluss auch nochmal. Da war er aber gerade, wie man gesehen hat, ziemlich abgekürzt. Das wird eine Verwarnung, da wird er eine Verwarnung auf jeden Fall für bekommen haben. Ja, Zeitstrafen spielen ja bei uns hier in der Saison auch eine große Rolle. Wir haben schon viele Ergebnisse gesehen, die dann noch verworfen worden sind, weil die Zeitstrafen, die dann noch nach hinten gefahren, also nach hinten geschoben haben, andere dann wieder vorgespielt haben. Also das ist natürlich auch hier sehr spannend, ne? Bis zum Schluss. Ja, auf jeden Fall, Sächsische Sachse kommt nicht ganz dran, wollte ich gerade sagen. Und jetzt, zack, ist er doch vorbeigekommen, weil Seth Gaming da die Kurve nicht ganz optimal genommen hat, wurde sehr weit rausgetreten. Damit war das ein leichtes Spiel für Sächsische Sachse, da vorbeizukommen. Ja, Wolf Kuba muss versuchen, da noch aufs Gaspedal zu drücken, damit die Herrschaften nicht zu schnell an ihn dran sind. So, hinten hat sich jetzt erst einmal alles beruhigt. Ja, McFly muss es jetzt mit Dani auf sich nehmen, aber nein, Dani hat da das Auto leicht verloren, ist aber nicht zum Glück nicht in die Bande eingedrungen. Somit muss er das Feld wieder von hinten aufräumen. Schade, war ja gerade dran an McFly. Aber das ist nicht so. Jetzt sehen wir hier Wolf Kuba mit Sächsische Sachse. Da war mal kurz Sächsische Sachse vorbei. Der hat jetzt direkt dann auch einen Platz verloren an die Attacke. Muss sich jetzt wieder erst einmal am Seth Gaming ran schleichen. Und er versucht sich jetzt natürlich an Wolf Kuba.
Also beide, SES Gaming sagt ja mit Softs unterwegs und Cooper nur mit den Mediums. Das heißt, sie sind natürlich einen Tick schneller, aber wir sehen, Cooper fährt in die Box. Boah, doch nicht. Bleibt doch noch draußen, weil er die Kurve nicht ganz bekommen hat. Also enge Sache. Zum natürlich die beiden Herrschaften vorbei. Da bin ich gespannt. Oh nein, Kilminati ist draußen. Kilminati an der Bande, wenn ich es richtig gesehen habe. Und somit da rechts ja das ganze Auto hinüber. Schade, schade, schade. Und somit das erste Safety Car. Ah, ärgerlich. Ja, somit geht jetzt die Boxengassen Philosophie von vorne los und Gurke kann seine 2 Sekunden, die er rausgefahren hat, natürlich vergessen. Jetzt heißt natürlich überlegen, was für Taktiken macht man jetzt. 5 Runden gefahren, Safety Car kommt raus. Geht man schon auf die Mediums, geht man auf Hard, was macht der eine, was macht Fieks? Wird er auf Medium gehen oder geht er auf Hard? Da muss jetzt Gurke natürlich viel spekulieren, viel überlegen, was macht er. Also sie werden auf jeden Fall, denke ich, reingehen und werden sich... Ja, vielleicht holen sich auch beide frische Soften und gehen nochmal ganz, ganz, ganz spät nochmal auf Medium oder so. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, schade. Kilminati Leiter ausgefallen. Entweder in einem Fight oder selbstverschuldet. Vielleicht kommt er ja mal kurz hier rein und kann die Zuschauer aufklären. So, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bleiben wir mal kurz hier vorne bei den Herrschaften dabei und gucken mal, wie die jeweiligen Taktiken sind. So, wir gehen mal, Gurke holt sich auf jeden Fall die Mediums. Und Fieks holt sich auch frische Mediums. Okay, also beide dann mit Medium auf der Strecke. Viel, viel Betrieb hier in der Box. So, jetzt hat natürlich Brocheck den Vorteil, er ist natürlich draußen geblieben. Er führt jetzt das Feld damit an. Ja, wir sehen, alle gehen sie auf die Mediums. Schauen wir mal bei Wolf Cooper. Ah, er ist schon leider raus. Schade. Ich wollte gucken, ob er vielleicht noch irgendwas anderes bekommt, weil er vorhin schon in die Box wollte. Ja, 14 Fan, vielleicht mit den Harten eine gute Strategie gewählt. Fragezeichen. Hat dadurch Safety Car ihn jetzt nach vorne gespielt auf 11. Und Project bleibt bei seiner alten Strategie und fährt momentan noch mit den Soft. Auf jeden Fall wird die Soft-Strategie vom Project nicht aufgehen mit dem Safety Car. Das wird auf jeden Fall noch eine Runde zusätzlich draußen bleiben. Gehe ich jetzt mal von aus. Damit hätte er 2 Runden definitiv hinter dem Safety Car absolviert. Wird dann kurz danach wahrscheinlich in die Box gehen. Schwierig. Oder er geht jetzt in die Box, verliert natürlich dann bis 15, vielleicht sogar 16 Plätze verliert, dann muss man von hinten schauen. Wäre keine gute Sache, aber er bleibt natürlich draußen. Weiß er selber.
Ja, ich bin gespannt. Jetzt sind alle natürlich wieder am Ende des Feldes. Das heißt, Safety Car wird definitiv diese Runde reinkommen. Gehe ich sehr stark von aus. Dann wird Brocheck das Feld wieder eröffnen, also das Rennen. Spannend wird es dann dahinter. Das Duell werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Aus der Sicht von Confector, würde ich auch gleich sagen. Denn da heißt es dann Gurke verteidigen gegen Fiex und Fiex Attacke. Confector darf dann auch nicht zu spät schalten und da zu viel Platz lassen. Also das wird jetzt gleich sehr, sehr, sehr interessant. Jawohl, da kommt noch eine Information. Und somit hat Brocheck die Führung. Und wir schauen uns das Ganze hier aus der Confector-Sicht an. Wann geht er aufs Gas? Wird natürlich noch Ewigkeiten dauern. Weil wenn er jetzt aufs Gas geht, überholt er das Safety Car, geht nicht. Das heißt, ich würde tippen, in der vorletzten Rechtskurve. Jetzt nochmal hier richtig runterbremsen wahrscheinlich, ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich aufs Gas gehen. Jawohl. Wie vermutet, geht er da aufs Gas. Und jetzt, oh, da Gurke kurz. Also Reif nicht ganz warm gewesen beim Gurke, aber konnte das Auto gut fangen. Alles noch gut verlaufen hier vorne. Noch unverändert. Hinten gab es schon wieder ein Problem. Und zwar steht da McFly quer, okay. Aber wir bleiben kurz noch vorne. Natürlich ist hier vorne auch sehr spannend. Da, ja, guck mal, Fiex hängt Gurke da hinten schon im Auto drin. Ah, da gab es auch die Berührung, der kleine Schubser. Und jetzt geht's auf die Geraden. Windschatten. Und dann heißt es nachher hart anbremsen. Da bin ich gespannt, ob Gurke schon vorbeigehen möchte. Ah, nee. Zieht nochmal zurück. Muss natürlich aufpassen. Fiex versucht nämlich außen herum. Da gab es wieder eine Berührung. Fiex hat natürlich jetzt dann Brocheck tief vor sich, quetscht sich dazwischen. Boah, alle drei nebeneinander jetzt hier auf die langen Gerade. Gurke natürlich mit der Innenposition. Ah, da gab es wieder eine Berührung, eine kleine. Aber noch alles gut ausgegangen. Boah, sehr, sehr spannend hier. Zocker hat sich da Confector geholt, der ein bisschen Abstand gewonnen hat, weil er gesagt hat, nein, ich möchte mich nicht noch mit reinsetzen. Und Zocker sagt, ich gehe voller Tacke. Noch ist es unverändert, aber sehr spannend hier vorne. Da Fiex, Gurke und Project. Project hält die zwei natürlich auf. Man merkt, dass die mit den Mediums schneller sind als er mit den sieben Runden alten Soften. Und Gurke muss da ganz schön kämpfen. Ich entschuldige mich, dass ich jetzt wohl das Mittelfeld oder den hinteren Teil jetzt gerade nicht einblenden möchte, weil hier vorne, das ist sehr, sehr spannend. So, Fiex versucht es jetzt über die lange Rechtskurve da. Ah, bleibt nochmal zurück. Grätscht er jetzt rein? Nein. Bleibt auch nochmal zurück. Ah, oh, hier hinten die Jungs bleiben auch da, viel ein bisschen abgekürzt. Spannend, spannend, spannend. Jetzt hier Ende der langen Gerade. Schauen wir, gehen kurz nach vorne, ob der Abstand reicht. Versucht es Gurke da. Gurke setzt sich da vorne wieder neben Brocheck. Bleibt aber auch diesmal wieder dahinter. Jetzt wieder sehr eng gefahren. Brocheck sehr weit. Jetzt hat natürlich Fiex das bittere Ende. Gurke wird da total ausgebremst durch Brocheck. Somit Fiex vorbei an beiden. Zocker hat sich da auch Gurke geschnappt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für Gurke gewesen, der da von Brocheck Teeter sehr, sehr ausgebremst worden ist. Ja, somit dann Fiex und Zocker vorbei. Gurke hängt immer noch hinter Brocheck Team.
kann da sich einfach nicht an ihm vorbeimachen. Also Broche T sehr hartnäckig da. Und Gurke weiß aktuell keinen Ausweg. So, jetzt fahren die zwei natürlich hier vorne schon gleich eine Sekunde weg. Und Gurke hängt immer noch dahinter. Er verliert natürlich jetzt massig Zeit auf die zwei da vorne. Jawohl, jetzt fährt Project natürlich dann in die Box. Sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, der wird sich ein bisschen ärgern, Gurke. Muss jetzt schon wieder ganze 2 Sekunden davon aufholen. Ja, das heißt natürlich dann jetzt Vollgas. So, und jetzt haben wir Zeit, ein bisschen da ins Mittelfeld zu schauen. Was denn da so passiert ist. So, schauen wir mal, Seth Gaming ist wieder runtergefallen auf die 15. Geht auch auf die harten, wie wir sehen. Ja, und Aid und Liebe her. Da ist dann Aid an Liebe her vorbei. Und Vipass hat natürlich jetzt dann den Alfa Romeo Fahrer vor sich. Und möchte da vorbei. Omasi hat die Session aufgegeben, da am Anfang Sektor 1 ist das mal wieder eine Safety-Car-Phase. Ja, nur virtuelle Safety-Car. Das ärgert natürlich jetzt davon auch wieder Gurke, der da jetzt nicht aufholen kann. Alles sehr ärgerlich. Wir schauen mal, was da passiert ist oder ob Masi da einfach, wo das Auto da steht. Da links steht das Auto auch komplett zerpflückt. Gehen wir wieder davon aus, wie im Qualifying, Curb kommen, zu viel Gas gegeben, Auto verloren. Wand küsst. Schade. Schade, schade, schade. Gegen letzte Rennen hier in der Saison dann noch 2 Ausfälle bislang. Na, was will man machen? So ist es eben. So, Rennen ist wieder eröffnet. Und wir schauen, ob der Ferrari-Pilot, der in den, der zwischen den zwei Alphan-Fahrern ist, okay, ob er sich dann doch gleich schon Liebe her schnappen kann. Ah, der Abstand ist jetzt wieder zu groß, eben war er ein bisschen näher dran. Da war dann doch ein kleiner Fehler, hat sich da eingeschleicht. Unten rasseln die Zeitstrafen rein. Ja, aber der Abstand, also liebe Herr, macht das gut. Chronic aus den wichtigen Kurven sehr gut heraus und kann somit ein bisschen Abstand drehen. Sehr stark. Ja, und Aid ist jetzt gleich schon wieder ein Konfektor dran. Der wiederum möchte Gurke da auf die Leibe rütteln. Und Gurke möchte da die 1 Sekunde wieder rausholen. Er ist schon wieder ziemlich nah dran. Sehr viel am Pushen. Hat natürlich das Glück, dass Fieks und Zocker sich da ein bisschen angehen. Also Zocker versucht es natürlich. Und somit ist auch Fieks damit ein bisschen beschäftigt, sich da zu verteidigen. Kann nicht ganz so seine Pace fahren.
hinten. Wieder ein Dreier-Duell. Dani, Pitu und Score. Ja, jetzt konnte sich der Pitu wieder einen kleinen Tick absetzen. Zumindest einen kleinen Abstand gewinnen wieder. Und Wolf Cooper ist auch, will sich auch damit einmischen. Während Gurke hier die schnellste Rennrunde mit den Mediums gefahren ist. Oh, hier ist ein Soundbug. Schade. So, als Project hat die schnellste Rennrunde gerade gemacht. Oh, ganz knapp. Jetzt gab es ja gerade wieder gleich einen Stupser. Aber diesmal nicht. Jetzt Pitu da sehr weit rausgekommen. Score versucht es direkt mit der Innenlinie. Kann dadurch nicht ganz so gut rausbeschleunigen. Aber er hat zumindest den Abstand gut verringern können. Jetzt mit DRS direkt daneben. Das wird auf jeden Fall reichen. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er sich hier verbremst. Und Pitu versucht den Konter direkt wieder über die Innenbahn. Hat jetzt hiermit natürlich mit der Rechtskurve das bessere Ende. Da ein bisschen am Hin- und Her-Zuckeln. Und jetzt Dani auch noch mit dabei. Boah, Kuba möchte es auch noch mal wissen. Nein, aber Kuba zieht dann doch noch mal zum Schluss zurück. Pitu wieder an Score vorbei. Sehr, sehr spannend hier. Und dann heißt es wahrscheinlich jetzt gleich wieder auf ein neues. Oh, falsche Richtung. Ah, da gab es die Berührung von Score und schon wieder die Berührung. Pitu zu viel nach links gezogen, weil das Score direkt war. Sehr ärgerlich, jetzt ist Score aus diesem Rennen raus. Also nicht raus, sondern im Prinzip aus dem Kampf hier. Und Pitu fährt auch direkt in die Boxen. Score wird wahrscheinlich auch direkt in die Boxengasse gehen, denn er hat da Frontflügelschaden wahrscheinlich von bekommen. Oder? Nein, er bleibt draußen. Okay. Virtuelle Safety Car, weil Pfützenfan da irgendwo liegt. Oh, McFly fliegt da über die... Was macht er denn? Ist er mit den Reds unterwegs gewesen? Also McFly, das ist, muss ich jetzt mal von hier aus sagen, das ist nicht fair den anderen gegenüber. Das ist nur kompletter Schwachsinn. Also sowas, finde ich, hat hier nicht zu suchen. Also das ist finde ich nicht korrekt. Mir fehlen da gerade so ein bisschen die Worte. Das möchten wir zum Schluss der Saison nicht sehen. Finde ich nicht gut. Ich denke mal, das finden noch viele andere nicht gut. Somit ist mich jetzt durch das Virtual Safe Car vielleicht das ein und andere wieder bei einem anderen zerstört worden. Und das nur, weil einer gerade meinte, müsste man den Humblemann da machen. Nur weil er nicht sein Rennen ordentlich zu Ende fahren kann, weil er einfach selbst Fehler macht. Finde ich nicht in Ordnung. Naja, konzentrieren wir uns dann lieber auf die anderen Jungs hier. Denn Reapers hängt immer noch hinter Liebe her. Hat da auch ein bisschen noch zu kämpfen mit seinen Reifen. Und Gurke jetzt in der Box. Holt sich wahrscheinlich nochmal Softs oder nochmal frische Mediums? Ne, er holt sich jetzt nochmal frische Mediums. Macht da einen Undercut? Ist das dann vielleicht die Attacke auf die zwei da vorne? Das ist natürlich jetzt spannend. Hat er damit dann die anderen zwei ausgestochen da? Der war auf jeden Fall dran. Versucht jetzt mit dem Undercut natürlich da zwei Leute auszustechen. Ob es damit reicht, weil die anderen zwei müssen vielleicht auch noch rein. Vielleicht halten die Mediums nachher nicht. Und Gurke möchte dann damit bis zum Schluss noch sehr gute Zeiten fahren.
Das wird natürlich dann nochmal spannend zum Schluss hin. So, Pitu auf der 13 momentan. Muss ich da wieder an Phantom dran machen. Sein Kontrahent, mit dem er eben am Fighten war, ist dann davor. Dann heißt es andersherum, dann heißt es nicht mehr Score an Pitu vorbei, sondern Pitu an Score versuchen vorbeizukommen. So, und Gurke versucht sich direkt an Cooper. Darf ich natürlich jetzt auch mal zu lange aufhalten lassen da. Ja, Zocker ist schon in der Box, also Zocker hat er schon mal geschafft mit dem Undercut. Der holt sich auch nochmal direkt frische Mediums. Ah, er bleibt aber immer noch, er kommt nicht. Aber jetzt natürlich auf der Geraden wird das natürlich schaffen, aber vorher hat er den Angriff nicht gewagt. Ah, DRS geht natürlich auf. Früh raus. Hat viel Überschwung. Ziemlich leichtes Spiel. Aber Gurke damit wieder einen Platz vorne. Und wir schauen mal kurz nach vorne bei den anderen zwei. Fieks jetzt immer noch souverän auf P1. Kann damit nämlich sehr, sehr gut leben. Kann seinen Pace, die er im Quali gezeigt hat, kann er da sehr gut hinlegen. Aber für mich sah das gerade aus, würde er das Auto kurz verlieren, aber nein. Aber er wird vielleicht auch nochmal in die Box gehen. Ja, er geht jetzt schon in die Box. Gut, jetzt schauen wir mal auf Gurke. Wo ist Gurke? Hinter Danny. Ja, das wird eine enge Kiste. Hat er damit beide ausgestochen? Ja, wir sehen Fieks jetzt in seiner Box. Kriegt da auch nochmal frische Mediums. Fährt jetzt heraus. Und wo ist Gurke? Gurke ist hier. Kommt jetzt auf Start und Ziel. Fieks fährt jetzt durch den Tunnel unten. Gurke oben drüber. Jetzt wird's spannend. Ah, da links sie dann. Ah, hat nicht ganz gereicht für Gurke da, Fieks auszustechen mit dem Undercut. War ein guter Versuch, aber hat nicht ganz gereicht, weil er von Cooper und von Dani da zu lange aufgehalten wurde. Und das nicht passiert wäre, wenn er da schneller vorbeigekommen wäre, hätte das ausgereicht. Jetzt heißt es natürlich mit zwei Runden alten Mediums gegen frische Mediums anzukommen. Da bin ich gespannt. So, Confector muss jetzt an seinen Teamkollegen vorbei. Hat Zocker im Gepäck. Oh, da gab es eine kurze Berührung, aber noch alles sicher ausgegangen. Und Zocker konnte sich direkt mit an Cooper vorbeimachen. Der sich dann da gedreht hat. Also Cooper dann noch mit einem Dreher nach dem kleinen Schubser oder Berührer. Also nach der Berührung da. Und somit dann doch vier Plätze verloren. Danny und Project dann auch noch vorbeigelassen. So, Zocker ist jetzt auf Attacke gegen Confector. Beide mit frischen Mediums. Das hieße, Confector hat es geschafft, an Zocker in der Box vorbeizukommen. Gurke muss natürlich jetzt aufpassen, dass er da nicht zu weit von Fieks wegfällt. Danny in der Box, der wird sich auch nochmal frische Mediums holen. Ja, Seth Gaming kommt mit den Harten da nicht. Er hat nach 25 Sekunden ja eh Rückstand. Ja, muss da schauen. Schauen wir mal, wie viele Boxenstops die jeweils mehr haben. Danny jetzt mit dem dritten Boxenstop. Ansonsten alle ziemlich auf eine 2-Stop-Strategie.
Ja, wird spannend. Vielleicht schafft es auch Gurke an, Fies vorbeizukommen, genug Zeit herauszufahren. Oder Zeitstrafen spielen nachher auch noch eine Rolle. Schauen wir mal. Aber jetzt wird erstmal vielleicht gegen Ende der Geraden hier die Attacke von Zocker kommen. Versucht er da reinzustechen. Ah, nee. Bleibt noch dahinter. Also keine direkte Attacke da. Und Zocker schafft es nicht ganz, die Lücke zu schließen. Also braucht er noch die ein oder andere Runde. Und hier haben wir wieder Phantom Pito gegen Cooper. Also Cooper muss sich gegen zwei Herrschaften gleichzeitig verteidigen. Und eine dritte Person kommt jetzt gleich noch dazu. Ich sehe, jawohl. Pifas kommt aus der Box da und geht direkt mit in den Fight. Kommt jetzt schon die Attacke. Ja, Fenn versucht es außenrum, ist jetzt natürlich innenliegend. Ah, zu früh auf dem Gas gewesen. Sehr ärgerlich, da zu früh auf dem Gas gewesen, konnte dann das Heck halt nicht mehr halten. Und dreht sich dann. Und somit hat Wolf Kuba erstmal nur Pito hinter sich, denn Deepass hat eine kleine Lücke da gelassen. Jetzt Pito mit der Attacke. Ja, alles hat gereicht. Kein Gegenangriff von Cooper da. Der jetzt dann gleich wieder das Problem hat mit Vipass oder versucht das hier gegen Pito. Ah, da hat zu viel abgekürzt. Da war er zu viel auf, also zu weit links. Das wird eine Verwarnung gegeben haben, definitiv. Boah, da gut reagiert von Reapers, da hat Cooper kurz das Heck verloren da. Und Reapers werden fast reingefahren, aber gut reagiert. Ja, Cooper hat da auch ein paar Connection-Probleme, definitiv. Das heißt, Reapers muss generell vorsehen. Oh, da auch abgekürzt. Weil er dann nicht genau weiß, wie Cooper seinen Aussicht da verhält. Ja, und 8 da vorne hat sich nochmal frische Softs geholt. Und wir gehen mal nach vorne, denn Zocker ist nämlich direkt neben Konfektor jetzt nach zwei weiteren Runden. Und hat es auch erst einmal geschafft, aber jetzt kommt direkt die Gegenattacke von Konfektor wahrscheinlich. Jawohl. Zocker versucht es aber mit der Innenseite, also mit der Innenlinie zu verteidigen. Schafft aber nicht. Konfektor somit wieder an Zocker vorbei. Also das gibt momentan hier ein Hin und Her. Und da muss ich Zocker vielleicht das eine oder andere überlegen. Vielleicht ein bisschen überraschend irgendwo da zu attackieren. Ja, vorne sehen wir auch dann Fieks schon eine Sekunde auf Gurk herausgefahren. Also Gurk kann mit seinen Mediums da nicht ganz mithalten. So, jetzt ist Reapers an Wolf Kuba vorbei. Nun ist Liebeherr an der Reihe. Mit frischen Softs auch. Ja, und Kuba fährt jetzt in die Box 14 Runden, haben seine Mediums gehalten. Er geht wahrscheinlich jetzt auch nochmal auf Softs, um da nochmal 1 und 2 Plätze vielleicht nochmal gut zu machen zum Schluss hin. Ja, somit haben wir erstmal überall ein paar Lücken, nur noch hier vorne, Zocker gegen Konfektor, was aktuell spannend ist, wobei da auch 8 hinten mit den frischen Saft
angeschossen kommt. Also der nur noch 2,5 Sekunden die aufholen muss. Ich denke mal, das wird 2-3 Runden der Fall sein. Wenn die weiter sich hier so bekämpfen, dann lassen die natürlich Zeit auf der Uhr liegen, die sich dann da 8 holen kann. Ja, wir sehen, Dani hat gerade nochmal die Position sich geholt, also P11 jetzt, hat sich an Sexy Sachse vorbeigeschummelt. Und es kommt aber auch genau keine Gegenattacke, also ich hätte jetzt mal kurz gedacht, dass vielleicht Sexy Sachse da nochmal mit einer Bomb versucht, aber nein, nicht. Ja, aber Wolf Kuba jetzt P15 versucht jetzt da von da aus um das Rennen dann dort die Plätze wieder gut zu machen, mit frischen Softs. Und wir schauen uns das Duell wieder Zucker gegen Confector da an. Ja gut, wir sehen, Dani 8 hat schon eine ganze Sekunde gut gemacht innerhalb von einer Runde. Ja, Zocker schafft es momentan nicht. Also muss ich da erstmal wieder eine Taktik überlegen. Hat noch gute 5 Runden jetzt. Und Gurke ist wirklich wieder an Fix rangekommen. Sehr interessant. Also wird es vorne dann doch nochmal spannend. Also vorne, die Duelle sind wieder heiß. Hinten sehen wir auch, dass jetzt da Reapers an Pito dran ist. Wenn wir da rechts auf die Karte sehen, jetzt Mitte Sektor 1. Ja, da war ein Versuch, aber er hat immer zurückgezuckt. Ja, und wir sehen, Aiden hat sich da jetzt an die Herrschaften rangezogen. Natürlich mit den Softs viel, viel schneller. Ja, vielleicht sogar ein Kandidat, um noch auf 2 zu fahren oder auf 3. Also 3 wahrscheinlich schon, denn die zwei hier kämpfen ja immer noch. Jetzt muss ich nur gut überlegen, wie komme ich da am schnellsten dran vorbei, ohne da groß irgendwie Zeit zu verlieren. Und die zwei hier vorne dürfen auch nicht zu viel Zeit verlieren. Dann könnte vielleicht noch die Chance bestehen für 8, wobei 5 Sekunden in 4 Runden aufzuholen, das wird nichts. Also dann hat er doch die größere Möglichkeit hier noch. Was macht denn Zocker? Der geht wirklich nochmal in die Boxen und holt sich die Soften. Okay, hat sich da oder möchte vielleicht noch einen Punkt mit einer schnellsten Rennrunde holen. Ja, somit dann, jetzt gibt es wirklich nochmal ein Virtual Safety Car, weil Reapers da auf der Straße steht.
vielleicht im Kampf mit Liebeherr da Probleme gehabt. Ah, in dem Kampf mit Pito wahrscheinlich, weil Pito da in die Box ist. Vielleicht deswegen. Da nochmal eine Berührung oder so. Ja, da bin ich gespannt. Wer von den Herrschaften, die sich jetzt nochmal frischen Softcore, also Pito und circa, ob da vielleicht noch jemand eine gute, schnelle Rennrunde hinlegen kann. Jetzt schauen wir mal erstmal hier vorne, ob es jetzt Gurke dann doch noch schafft. Oh, da gab es die Berührung. Aber nochmal alles gut gegangen. Also Gurke konnte sein Auto halten, Fliegs ebenfalls. Jetzt hat natürlich Gurke dadurch ein kleines bisschen Zeit verloren. Oh, man sieht vorne, Fliegs hat auch leichte Probleme da. Bin ich gespannt. Und dann schauen wir mal, was hier oder wie lange Aid noch braucht. 3 Runden hat er ja noch. Na, schauen wir mal. So, wir sehen auch, Cooper hat sich da wieder ein bisschen vorgeschummelt. Obwohl die anderen beiden waren ja dann doch noch mal in der Box. Oh, Score hatte da leichte Probleme. Cooper versucht es jetzt über die Innenbahn da vorbeizukommen. Hat dies auch erst einmal geschafft und muss ich jetzt erst einmal gleich versuchen abzusetzen. Und wir springen nach vorne und gucken, ob es Aid jetzt gleich schafft, auf der nächsten Geraden da einen Konfektor vorbeizukommen. Jawohl, DRS geht auf, also die Flügel hinten offen. Hat es aber nicht geschafft. Konnte sich nur ein wenig ransaugen. Das heißt, gleich muss es unbedingt dann gelingen. Weil er muss ja auch aufpassen, dass er nicht da gleich wieder einen Konter kassiert. Ja, Lilly, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für dein Follow. Wir springen nochmal kurz nach hinten, denn Phantom hat da... Boah, setzt sich daneben, Score, gab es nochmal eine Berührung, ist aber auch vorbeigekommen. Ja, hier Score fährt jetzt auch weit raus, natürlich dann dadurch ein klein bisschen Problem in seinem Rhythmus wieder reinzukommen, durch die Berührung anscheinend. Und Phantom versucht es jetzt gleich direkt an Cooper. Parallel habe ich oben im Auge, was Aid macht. Aber der Abstand wird nicht ganz ausreichend, da an Konfektor vorbeizugehen. Aber wir springen da mal rein. Ah ja, versucht es nicht mit einer Bomb. Aber jetzt kommen die beiden nochmal auf die Gerade. Und unten sehen wir, dass da Phantom an Cooper vorbeigeht. Nein, doch noch nicht ganz. Cooper konnte sich wehren. Ja, und das dritte Duell, was sich anbahnt, ist der Project G gegen Zocker. Die sind auch gerade in der Sektor 2 da am Fighten. So, und wir gehen hoch wieder zu 8. Jetzt versucht das wahrscheinlich nicht auf der Stadt und Ziel. Also 27. Runde. Oh, und da Cooper ist anscheinend da hinten irgendwie. Schauen wir mal kurz rein. Ah, hat die Strecke verlassen. Also da gab es wahrscheinlich im Kampf mit Phantom oder so und kleine Randale. Vielleicht eine Berührung oder so, wer weiß. Oder einfach nur wieder zu früh auf dem Gas gewesen. Na schade, somit dann Cooper aus diesen Fights draußen. Sehr, sehr schade.
Und Zocker konnte sich von Project T absetzen. Somit bleibt uns jetzt nur noch hier vorne das Duell. Immer noch 8 gegen Confector. Confector kann sich da gut verteidigen. Muss dies noch eine Runde, also anderthalb Runden aushalten. Aid versucht es nicht, also bleibt noch dahinter, vielleicht in letzter Sekunde, in der letzten Runde dann. Ja, oder er weiß genau, mir bringt das eh nichts, da ich eh so viele Zeitstrafen habe, dass Confector vielleicht wieder an mir vorbeikommt. Letzte Rennrunde hat eben schon begonnen, die ersten beiden sind schon drüber. Jetzt heißt es natürlich für 8 dann alles oder nichts. Nochmal Attacke, um vielleicht doch noch aufs Podium zu kommen. Na, es kommt auch nicht der Angriff hier nach der Langgeraden. Schade. Aber er hat ja noch immerhin einen vor sich. Im Prinzip wäre das jetzt ziemlich die letzte Möglichkeit, wenn Confector da nicht im letzten Sektor 3 da noch einen groben Fehler unterläuft. Aber nein, wir sehen, er versucht es nicht. Er versucht es momentan nicht. Vielleicht jetzt hier. Nein, lässt nochmal ab. Ja, somit kommen wir zum Rennsieger. Hier die letzten paar Meter sind dann für euch von ihm. Ja, der erste Fahrer über den Sieg, das große Feuerwerk. Fiex hat den großen Preis von Abu Dhabi hier vor UFL Gurke gewonnen. Sehr, sehr stark. Nein, doch nicht. Das sehen wir es. Durch die Zeitstrafen, dann Gurke im Endeffekt doch vor Fiex. Ah, wie ärgerlich. Ja. Somit hat Gurke dann den großen Preis von Abu Dhabi gewonnen. Zwar nicht im Rennen, aber mit den Zeitstrafen. Zocker hat sich dann doch noch P5 ergattert. Hier kommt der liebe Project T mit auf P6. Also zum Ende noch sehr mal spannend gewesen. Pito mit der Liebeherr mit der 7 vor seinem Teamkollegen Pito auf der 8. So, Dani bleibt hier stehen. Steht auch wieder verkehrt rum. Hatte anscheinend wieder nochmal zum Schluss hin einen Dreher drin gehabt. Somit könnte Sechse die Sachse P9 klar machen. Jawohl, also ein Ferrari-Pilot auf der 9 vor Score, der hier auf der 10 über die Ziellinie kommt. Dann Wolf Kuber doch noch auf der 11, während Dani da im Hintergrund noch ein bisschen Faxen macht. Und Phantom holt sich dann noch die 12. Und Dani spielt dann noch ein bisschen, was halt auch nicht in Ordnung ist. Ich sollte lieber das Rennen ordentlich zu Ende fahren. Zum Schluss hin nochmal alles ein bisschen ordentlich verlaufen. Ja, Gurke hat somit dann das Rennen hier in Abu Dhabi gewonnen. Fährt jetzt die Ehrenrunde im schönen Feuerwerk. Und dann kommen wir gleich zur letzten Siegerehrung.
So, während ich die drei jetzt hier nochmal versuche, dann in ein kurzes Interview zu holen zum Abschluss. Außer Fieks sagt mir wieder, dass er da keine Zeit hat. Ja, also Gurke gewinnt doch noch das letzte Rennen hier in Abu Dhabi vor Fieks. Dann Confector mit dem dritten Platz. Sehr, sehr stark von den drei. Eight hätte es ja noch geschafft, aber leider nicht mehr dran vorbeigekommen. Also somit nur P4. Zocker mit der 5. Dann Project, der 6. 7. hat dann Liebeherr mit seinem Teamkollegen auf der 8. P2, der erste Ferrari-Pilot, Sexy Sachse, hat sich den Platz 9 gesichert. Dann kommt direkt Wolf Cooper auf 10. Sehr gut gemacht durch noch in letzter Sekunde da. Hier und da gab es nochmal vielleicht ein paar Zweikämpfe mit dem anderen, aber es war alles gut. Also sehr gutes Rennen noch zum Schluss hier, zum Abschluss der Saison. Jetzt gucken wir mal, ob ich Fieks noch hier bekomme, einladen. Also alle Einladungen sind nach vorne raus. Und dann bin ich gespannt, was die Herrschaften noch zu sagen haben. Das heißt natürlich ein bisschen warten. Die lassen sich natürlich jetzt ein bisschen feiern. Alles gut. Haben ja auch recht. Und wir können uns derzeit einmal in die Showroom Area begeben hier. Hallo Confector. Hallo Gurke. Schauen wir mal, ob Fieks da noch die Zeit hat. Aber ihr zwei könnt auf jeden Fall schon mal ein bisschen runterkommen. Warte noch auf Fieks, ob er da irgendwie noch was, ein Feedback gibt, ob er noch vorbeikommt. Oder ob er wieder, oder ob er keine Zeit hat. Sehr. Aber ich würde sagen, wir vergeuden nicht zu viel Zeit. Wir können ja, Confector, wir können mit dir ja schon anfangen. Ah, Fieks kommt nicht. Ja, dann geht von hier aus schon mal erstmal herzlichen Glückwunsch, Fieks, für den zweiten Platz. Leider, also erster ja durch Ziel gekommen, dann doch zweiter mit den Zeitstrafen. Natürlich schade für dich. Aber gutes Rennen absolviert, gutes Qualifying gehabt, also sehr, sehr starke Leistung. Ich hoffe, du hast trotzdem noch einen schönen Sonntag. Ja, und somit kann ich dann mit euch beiden weiterfahren. Also Confector, Glückwunsch, P3 dann doch noch. Am Ende hin dann noch sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit 8 gehabt, beziehungsweise sehr viele Zweikämpfe, weil 8 war ja sehr nah dran mit den Softs. Erzähl so ein bisschen, wie war so dein Saisonende, dein letztes Rennen hier für die Saison? Ja, im Qualifying, im Q1 und Q2 ein paar Probleme gehabt. Im Q3 konnte ich dann doch nochmal meine beste Zeit so wirklich mit rausholen. War dann mit P3 ganz zufrieden, am Start dann die Position verloren, Fieks kam nicht so gut weg und ich wollte mich da nicht irgendwie dahin quetschen, bin dann lieber hinten geblieben. Da Position verloren, Rennen an sich ganz okay, ja, war ein bisschen krisenhaft so. Am Anfang, ich weiß nicht, wir waren irgendwie, kurz waren die zu viert vor mir auf der Geraden, irgendwann auch mal zu dritt. War ganz chaotisch und dann, ja, gegen Ende hin, war sehr kritisch, muss ich sagen. Also hätte auch anders ablaufen können. Erzähl, wie hast du das geschafft, den immer wieder hinter dir zu halten? Ich weiß nicht, ob es am Setup liegt, aber auf den Geraden war ich mega schnell. Und ich glaube, gegen Ende hin war es, also die letzte Runde vor allem, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu viel hin und her gefahren, aber ich weiß nicht. Also es war, ich weiß es selber nicht genau. Ich glaube, es lag einfach am Setup.
Ja, aber zum Ende hin habt ihr ja doch mal eine schöne Show nochmal gezeigt. Also es kann doch noch zum Ende hin spannend werden. So, von deiner Seite aus so ein kleines Feedback zu deiner Saison jetzt hier. Ja, mein Start war ja in Russland, mein Debüt und ja, mein einziger erster Platz. Aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ich hab ja jetzt USA, Brasilien und Abu Dhabi habe ich jetzt ohne Traktionskontrolle ausversucht. Bin echt stolz auf mich. Hat auch Spaß gemacht. Das hört man doch gerne. Wo geht's für dich in der Sommerpause hin? Schon ein bisschen Urlaub geplant oder sagst du, okay, ich gehe gleich direkt schon wieder in die Vorbereitung? Jetzt mit Corona ist ja alles ein bisschen komisch, ne? Ja, aber man kann ja zumindest schon mal ein bisschen hier rumreisen. Das ist ja möglich. Ja, also eigentlich war geplant Türkei, ne? Aber Ja, okay, gut, das fällt natürlich ein bisschen flach. ja. Ja, aber dann wünsche ich dir trotzdem schon mal eine erholsame Zeit für die Sommerpause jetzt hier. Vielleicht, wir hoffen zumindest, dass du dann zur nächsten Saison wieder dabei bist und wieder mit angreifen kannst. Und dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich, dass du hier dann noch mit beigekommen bist und uns dann doch noch ein paar coole Zweikämpfe zeigen konntest. Kein Problem. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt noch mal schon, oder jetzt schon noch einen restlichen schönen Sonntag. Jo, gleichfalls. Danke, danke. Und jetzt kommen wir zum, ja, wieder mal Sieger von Abu Dhabi, der jetzt schon, ah, wie soll ich sagen, trotz dass er den Titel schon von sicher hatte, dann doch nochmal alles gegeben hat zum Schluss hin, leider nur im Rennen Zweiter geworden ist, dann trotz, also dank der Zeitstrafe dann doch noch die Pole geholt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Koke. Danke. Musst du gerade mal einen Schluck trinken, so einen trockenen Mund hier. Ja, Ja. erzähl, wie war das für dich? Du hattest dann einen Undercut nachher noch versucht, habe ich gesehen, gegen zwei Leute. Gegen Zocker hat es gereicht, gegen Fieks dann doch nicht mehr. Wie warst du dein letztes Rennen? Oh, anstrengend, war es richtig anstrengend. Also, ich musste wieder alles abverlangen. Ja, Fix hat mir echt das Leben schwer gemacht. Der Yoga ging erstmal ab in Qualifying, da hatte ich erstmal geschluckt, wo der eine 34,4 gefahren ist. Dann habe ich dann natürlich auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Haben aber leider nicht geschlagen, konnten aber dann am Start direkt überholen, besseren Start gehabt und konnte dann erstmal vorne wegfahren. Ja, dann kam Safety Car, Reifen gewechselt, war eigentlich ganz gut und ja, dann waren die halt vor mir gewesen, Zocker und Peaks und ich wusste halt haargenau, solange Zocker DRS kriegt, kann ich ihn nicht überholen. Also bringt das überhaupt nichts, die ganze Zeit hinterher zu fahren, mache ich was anderes. Da habe ich den Undercut versucht, der hätte auch funktioniert. Ich hing dann die halbe Runde hinter Danny, also kompletten Sektor 3 hinter Danny fest. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich Safe Fix schon da gehabt, dann wäre es eigentlich für mich, ich weiß nicht, ob er dran geblieben wäre, aber ich denke, ich hätte die bessere Rennpace gehabt. Wäre es dann ein entspanntes Rennen gewesen, ein bisschen entspannter, so war es einfach die ganze Zeit gepusche, gepusche und habe mir leider 4 Runden oder 5 Runden vor Schluss in der letzten Kurve vor Start und Ziel hat Fieks gebremst und ich habe den Bremspunkt nicht so richtig erwischt und bin dann hinten drauf gefahren leicht, dann hatte ich dann einen gelben Frontflügelschaden und dann ja, musste ich nur noch in diesem 3-Sekunden-Sektor, 3-Sekunden-Delta bleiben. Das war das einzige Ziel. Das hat dann halt auch ab und zu funktioniert. Fix hatte dann zum Schluss auch sehr viele Probleme, sehr viele Quersteher gehabt. Das hat mir dann geholfen, in den 3 Sekunden zu bleiben und hat dann am Ende dann ganz, ganz knapp dann geschickt. Ja, freut mich natürlich und war mal wieder ein geiles Rennen. Hat Spaß gemacht. Jo. So, dein Fazit für deine Leistung hier in der Saison? Ja, ich ging mit null Erwartungen rein in die Saison. Erstes Rennen dann Sechster geworden. Dachte, ich bin so ein guter Mittelfeldfahrer. Hab mich dann aber dann von Rennen zu Rennen immer gesteigert und ja, hat sich dann so entwickelt, dass ich halt konstanter Fahrer bin. Also ich bin konstant immer in den ersten 3, 4 gefahren, trotz meinen Fehlern, die ich im Rennen hatte, dann halt immer.
mal wieder Deutschland, wo ich dann in der ersten Runde eigentlich dann letzter bin, abgeschlagen, dann doch noch auf 2 oder 3 gefahren. Das sind halt so Dinge, die dann in der Saison dann geholfen haben, oben Platz 1 zu sichern. Und ja, ich glaube, ich habe dann halt auch gezeigt, dass ich der Schnellste war, zu Recht halt dann Weltmeister geworden Ja, frühzeitig ja schon. Wo, bin. jetzt erzähl uns mal, wo findet die Feier statt? Ja. Die Feier, die findet bei mir daheim statt. Also Da keine machen große wir einen Feier richtig geplant. drauf. Auf, ja, wir haben jetzt in der nächsten Zeit ja eh viele Feiern. Da werden wir uns auf jeden Fall mal ein oder andere Sekt gönnen. Schön, Ganz kleiner. Champagner, den ich gesammelt habe. Muss ja dann geköpft werden. Ja. Nee, war richtig schön, hat Spaß gemacht. Höhen und Tiefen in der Saison gehabt und ja, Schön, guten schön. Teamkollege gehabt, der gute Leistung gebracht hat. Damit dürften wir auch dann halt Konstrukteursweltmeister geworden sind und auch zu Recht mit sehr vielen Punkten Vorsprung. Ja. Super, super. Wo geht's hin in der Winter, in der Sommerpause? Winterpause, genau. Ja. Sommerpause. Geht's erstmal nach Sandford, da wird erstmal die neue Strecke beobachtet. Schon mal geguckt, wie die Kurven sind. Perfekt vorbereitet dann für die nächste Saison dann in Sandford. Ja, schön, schön. Kevin schreibt gerade, cool, ich komme gleich vorbei. Ja. Also er möchte schon mal mitfeiern, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Ja. Fall. Ja, dann Dankeschön. War eine schöne Saison mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir für das ganze Streamen hier. Sehr, sehr gerne. Jedes Rennen zu Rennen immer da gewesen. Gestreamt und das sehr gut gemacht. Hast Ja. dich da auch richtig gut reingehängt. Dann irgendwann fiel es dann leichter am Anfang, ein bisschen nervös, aber das ist ja klar. Wie bei mir im Rennen. Ja. Muss ich immer Anfang nervöser. reinsteigern. Genau. Ja, ich freue Und mich auch schon dann auf die hoffe ich. nächste Saison. Hab dich ja dann doch Genau. abwerben können da, Ja. dass du dann Wie Liga hat 2 auf jeden der Fall liebe Herr gesagt, ich mache den Rosberg Weltmeister und mitmachst. dann erst direkt aufhören. Ja. Genau. Direkt Experte machen. Apropos Liebe, ich wollte eh die Ligaleitung mal kurz mit einladen. Ihr könnt ja beide dabei bleiben. Alles klar, mach das mal. Na komm, Einladungen. Zack, einmal hier und einmal da. Einladungen sind raus. Ja. Nee, nächste Saison, das wird auf jeden Fall richtig gut. Ja, ich denke mal, wir haben das ein oder andere bestimmt schon gut geplant. So ein paar Ideen haben Jo. wir schon, jetzt müssen wir noch ein bisschen umsetzen. Ich glaube, dann können die Zuschauer sich auch was gefasst machen. Ja, die kriegen auf jeden Fall was geboten. Ich hoffe, dass dann ein paar mehr zugucken dann und dass wir noch ein paar mehr Zuschauer kriegen. Ich Die denke, Leute ein das wird bisschen schon. Werbung machen für uns, weil es ist ja immer spannend gewesen. Ja, auch so bis zum Jedes Schluss. Rennen war genau gute Fights. Ja, so, somit begrüße ich dann jetzt hier auch nochmal die Ligaleitung. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ja, für meinen Teil bin ich erstmal raus. Ich glaube, ich lasse euch mal hier die letzten Worte. Ich denke mal, ihr habt noch ein bisschen was zu erzählen als Ligaleiter. Wollt euch noch bestimmt ein bisschen bedanken. Du Bitteschön. kannst ruhig noch drin bleiben, gell? Ja, ich bleib schon hier, keine Angst. Alles klar. Super. Also dann, ja, im Namen der Ligaleitung stecke der Sprecher für den Pito und auch mit. Pito wird auch Genau, gleich schon ja. ein paar Worte verlieren. Erstmal ein großes, großes, großes Dankeschön an dich, Pentaparex. Hast du echt klasse gemacht. Ich glaube, wir hätten keinen besseren Streamer finden können am Saisonanfang. Ich bin immer mega begeistert, wenn ich die Streams sehe. Ich denke, so geht es auch vielen anderen Fahrern. Und da erstmal ein wirklich großes Dankeschön an dich. Vielen Dank. Und ich bin gespannt, was du mit dem Gurke nächste Saison da alles auf die Matte schiebst. Da habe ich schon einiges gehört. Da bin ich auch echt gespannt. Und ja, hoffe, dass das dann gelingt und der Stream noch besser wird, wenn er denn überhaupt noch besser werden kann. Jetzt ein kleines ja, Fazit, wollen wir es mal nennen, zur Saison. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mitgefahren sind, an alle, die sich immer Zeit genommen haben, an alle, die immer mit dabei waren, immer fair miteinander gekämpft haben. Und ja, ich hoffe, dass das sich nächste Saison weiter, dass die, das, ich sehe, wir machen gute Schritte nach vorne, auch mit den Fahrern. Und dass wir einfach weiter zusammenwachsen, auch als Community. Und so viel dazu. Und das ist das, was ich mir zu diesem Saisonende jetzt nochmal wünsche. Genau. Ito.
Du darfst. Ja, wir haben vor ein paar Monaten das Risiko genommen, ein Projekt hier zu beginnen, beziehungsweise Liga 2. Und nachdem wir heute das Rennen abgeschlossen haben, bin der Meinung, dass wir eine sehr erfolgreiche Arbeit gemacht haben. Natürlich gab es Fehler, aber durch den Fehler lernt man, denke ich mal. Es war meiner Ansicht nach eine sehr erfolgreiche Saison. Ich möchte mich an alle bedanken, an dir auch, Pentaperix, dass du jeder Samstag, Sonntag, sorry, da warst immer und gestreamt hast und kommentiert hast. An alle Fahrer, wie der Rom gesagt hat, die teilgenommen haben, auch die Fahrer, die kurz da waren, die möchte ich auch bedanken. Die sind auch Teil dieses Ligas gewesen. Und ich hoffe, dass wir Stein per Stein ein großes Haus bauen, die UFL heißen wird ab nächster Saison. Und ich hoffe, dass die Liga mit der Zeit immer stärker wird und immer größer. Ich freue mich, dass wir miteinander alle Fahrer unter sich richtig gut klarkommen. Und ich hoffe, dass auch so zukünftig bleiben wird. Danke, danke. Ja, super. Wir danken natürlich auch euch zwei, dass ihr das Projekt auf euch genommen habt und gesagt habt, gut, wir machen dann hier die Leitung und bauen da was auf. Also ich finde auch, aus den Fehlern, die man gemacht hat, hat man bestimmt gelernt. Dann weiß man genau, okay, was man nächste Saison ein bisschen anders macht, was man ein bisschen anders angeht. Aber wir sind ja alle Auf nur jeden Fall, Menschen. ja. Ich meine, Fehler macht man, um daraus zu lernen. Aber es war von meiner Seite aus, kann ich sagen, war eine sehr, 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 sehr gute Saison, sehr, sehr schöne Saison teilweise mit harten Kämpfen, mit fairen Kämpfen. Was halt so alles drin ist in der Formel 1. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch zwei. Ich bin ja Ja. nicht nur Kommentator, sondern ich versuche euch auch ein bisschen was rauszulocken. Könnt ihr uns denn schon ein paar Informationen geben für die nächste Saison? Das wird alles nächste Woche rausgehen. Das wird jetzt nicht hier im Stream gemacht. Ach, Das schade. Einzige, was man sagen kann, was eigentlich schon relativ offiziell ist, es wird Zeitfahren geben und ein paar kleine Testrennen. Komm, ich gebe dir noch Die. eine. Ach, bitte. Ein Info. Es wird nächste Saison ein Liga 1 und Liga 2 geben. Ah. Genau. Und die gibt es tatsächlich auch noch, die Liga 1 und Liga Ach. 2. Ja, die bleiben. Mann, ich dachte, ich könnte da Und. irgendwas Spezielles rausholen. Komm, wir sind doch unter uns. Guckt doch eh keiner zu. Okay. Nee, also Ja, vielen auf Dank jeden auch an Fall. euch. Die Vorbereitung läuft jetzt richtig heiß in den letzten Tagen. Es geht jetzt richtig los, ja. Wir haben jetzt ab morgen viel Arbeit noch. Jetzt beginnt die harte Arbeit für die nächste Saison. Wir müssen jetzt die Zeitfahren planen, ein paar Testrennen, damit ihr auch die neuen Features reinpacken könnt und auch testen könnt. Und denke ich mal, voraussichtlich würde ich sagen, im August werden wir loslegen Ja, mit der das ist neuen schon. Liga. Ja, genau. Wird ungefähr so wie letztes Jahr ablaufen, als das 19er rauskam. Da haben wir Ende Juli Richtig, Saison voll 1 und gestartet. Saison 2. Es wird so Ende Juli, August sein, dass wir die Ligaleitung dann natürlich. Müssen wir uns mit den PS4-Leuten zusammensetzen und dann bequatschen wir das. Alles So viel super. können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Also im Sommer, also es dauert nicht lange, dann geht es dann wieder los. Und bis dahin, ich glaube, jetzt haben wir auch genug geredet, wir beide, Pito, Ja. oder ich zumindest. Genau. Und dann Ja. genau, sagen wir auch Tschüss, nochmal ein großes Danke und jo. Ja, wir danken auch. Man Vielen, hört vielen sich. Dank. Jo, kein ciao, ciao. Problem. Ja, von meiner Seite jetzt vielen, vielen Dank an die vielen Zuschauer, die da waren über die ganze Zeit. Höhen und Tiefen gehabt mit euch, also sehr, sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Saison also dabei seid. Also ihr habt ja gehört, August geht es dann wieder los. Wir sind alle gespannt. Und ich denke mal, vielleicht hat der Weltmeister jetzt noch einen Abschlusssatz für euch parat. Ich würde sagen, Hashtag absaufen, ne? Bis in der Runde des Games. Alles klar, gut. Ja, damit verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank. Habt eine gute Zeit jetzt noch. Genießt den Sommer ein bisschen und wir sehen uns bestimmt im August wieder. Ciao, ciao, Jungs. Ciao.